Herzlich willkommen bei Sinova Psychologie. In unserer Sendereihe über Familie, Kinder, Jugend wollen wir uns heute über zwei besondere Familienformen unterhalten. Und zwar ist das einmal die multikulturelle Familie und zum anderen dann über die Regenbogenfamilie. Beginnen wir mit der multikulturellen Familie oder interkulturelle Familie, wie sie auch als genannt wird. Das heißt also, das ist eine Familie, wo verschiedene Kulturen zusammen sind und logischerweise beginnt das beim Elternteil. Wir haben ja bereits mal in unserer Serie über die Partnerschaft darüber gesprochen, dass interkulturelle Partnerschaften nicht so ohne sind und man muss da einiges dabei beachten. Und ich möchte nochmal auf die Zahlen zurückgehen, um darauf aufmerksam zu machen, dass das also heute keine Seltenheit mehr ist, sondern im Gegenteil sogar zunehmen wird. Und ich bitte da die Regie mal einen kleinen Einspieler einzuspielen. Wir haben in Deutschland Stand 2015 17,6 Millionen Ehepaare. Davon sind 2,3 Millionen mit einem ausländischen Partner, also schon ein ganz ordentlicher Anteil. 21% der Bevölkerung hat einen Migrationshintergrund und 7,9% der Bevölkerung sind Ausländer. Mit diesen Zahlen können wir uns vorstellen, dass es völlig normal ist, absolut normal, dass multikulturelle Familien einfach immer mehr werden. Und auch da kommt ja dann eine Durchmischung zustande, was wieder zu einer Steigerung führen wird. Die Definition ist folgende. Unter multikulturelle Familie versteht man eine Familie mit Eltern unterschiedlicher Nationalitäten, Ethnien oder Kulturen, die gemeinsame Kinder haben. Warum war das früher nicht so? Das ist ganz einfach. Früher waren die Nationen abgeschlossen. Das Reisen war sehr, sehr schwierig und man kam also höchstens als Exot geschäftlich in hohem Stand in ein anderes Land rein. Und ein bisschen anders war das bei den Kolonialmächten, die also schon immer Kontakte ins Ausland hatten. Wir kennen alle England, wir kennen die Niederlande. Und dort war es also bei Ende oder Umbruch der Kolonialzeit auch üblich, dass Ausländer ins Land kamen, die dann naturgemäß wieder dort lebten und dann Partnerschaften eingingen und nicht immer nur unter sich. Das war also, später kam dann bei uns auch die Grenzöffnungen dazu, man reiste, die Globalisierung, die wir heute haben, führt letztendlich zu einer Weltgemeinschaft. Die Nation tritt in den Hintergrund, gerade bei der Partnersuche. In der Politik ist das was anderes, da versuchen immer noch Nationen hier sich aufzuplustern, aber bei Menschen, die zueinander finden, spielt das dann plötzlich keine Rolle mehr. Wir können das Rad der Geschichte nicht zurückdrehen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass dieser Anteil einfach größer wird. Und was wir lernen dürfen und müssen, ist damit umzugehen. Das Ganze kann nämlich auch eine Bereicherung sein. Und so sollten wir das dann sehen. Und noch eines ist ganz wichtig. Menschen, die miteinander leben, aus unterschiedlichen Nationen und Kulturen, die führen keine Kriege miteinander. Die Politiker ja, aber die Menschen nicht. Die verstehen das dann nicht mehr. Das gilt umso mehr für in Liebe verbundene Menschen mit ihren Kindern und so weiter. Die wollen das nicht, die wollen in Frieden leben und die wollen und können eine Bereicherung für uns sein, dass sie ganz bestimmte Formen des Lebens praktizieren, die vielleicht über unseren Horizont hinausgehen. Da können wir also viel von lernen. Ich habe mir mal Gedanken gemacht, welche Arten multikulturelle Familien es gibt und habe das so in drei Gruppen mal zusammengefasst. Das ist einmal die Gruppe der, ich sag mal, aus unserem Kulturkreis stammenden Nationen, ich sag mal Europa, speziell also der Westen Europas, das kann aber auch Nordamerika sein oder Lateinamerika, wo der Hintergrund und der Kulturkreis etwa ähnlich ist. Hier gibt es also auch ähnliche Familienbilder, ähnliche Rollenverhältnisse. Natürlich gibt es in jedem Land, wir brauchen hier nur in Europa in die südlichen Länder zu gehen, ist das Verhältnis von Familie und Wertschätzung und so weiter schon ein ganz anderes als bei uns oder in den skandinavischen Ländern ist das anders. Aber es ist im Prinzip der gleiche Kulturkreis. Man weiß da inzwischen, dass die Menschen gleichwertig sind und man hat also diese Probleme, die kulturell in anderen Kulturen schwieriger sind, die hat man nicht. Man hat so ein gleiches Wertesystem. Trotzdem gibt es ein paar Probleme, dass man die Eigenheiten des anderen und auch das, was er bisher gemacht hat, immer auch schätzen lernen muss, kennenlernen muss, respektieren muss und sich dann überlegen muss, ja, wie geht man damit um?
Sprachprobleme sind ein anderes Problem. Was wird die Familiensprache? Wie wird miteinander gesprochen? Und die Sprache ist ja bekanntlich die Quelle der Missverständnisse. Da ist es ganz besonders wichtig, dass auch diese Partner halt eben wie in der Beziehung die Sprache lernen und sich auf eine Familiensprache einigen. Die Kinder in einer solchen Familie haben den Riesenvorteil, die lernen die Familiensprache und die lernen die anderen Sprachen. Die wissen also schon, dass es da noch was anderes gibt. Problem könnte auch sein, wie sind die kulturellen Fragen, was berücksichtigt man und was nicht und wie weit spielt die Religion eine Rolle. Früher waren das bei uns die bekannten Probleme, Katholiken, Protestanten. Hier kommen dann vielleicht noch ein paar andere dazu, aber das ist im Wesentlichen in diesen Ländern da möglich. Wenn ich jetzt mal in Familie mit asiatischen Kulturkreisen gehe, wo also ein Partner aus Europa kommt oder Deutschland und dann ein asiatischer Partner da ist, bestehen im Grunde die gleichen Probleme. Und der asiatische Ehepartner in der Regel, Ausnahmen bestätigen die Regel, spricht dann nicht über seine Gefühle. Wir kennen alle das Wort immer nur lächeln. Und wie es da drin aussieht, geht niemand was an. Das heißt, da wäre also so eine Aufgabe, den anderen so zu kennenzulernen, was ist er für ein Mensch, nämlich jeder Mensch hat Gefühle. Der asiatische Partner hat in der Regel auch eine große Anpassungsfähigkeit und die Lebenseinstellungen decken sich im Wesentlichen mit den westlichen. Problem ist die Sprache, wie immer. Nicht? Wenn ich nicht die richtige Sprache spreche, dann funktioniert nicht. Und auch da gilt einfach, was wird die Familiensprache, was lernen die Kinder. Und auch hier ist wieder der Reichtum, dass sie auch andere Kulturen kennenlernen. Inwieweit das Religionsproblem da eine Rolle ist in den asiatischen Kulturen, sehe ich nicht so kritisch. Das ist da, denke ich, nicht so problematisch als in rabiateren Ländern. Ich komme dann zum dritten Modell, was ich also so unterteilt habe. Das ist die Familien mit einem Partner aus einem arabischen oder muslimischen Kulturkreis. Und hier haben wir größere Probleme, nämlich das Menschenbild in diesen Kulturen ist ein völlig anderes. Die Männer haben auch eine völlig andere familiäre Position. Das heißt also, hier ist die Gleichwertigkeit eigentlich gar nicht so bekannt, wie das bei uns ist. Unter Gleichwertigkeit versteht man da etwas anderes als bei uns. Das Wort gleichwertig ist, habe ich mir sagen lassen, ins Arabische gar nicht zu übersetzen. Das Männer- und Frauenbild ist völlig anders. Das Familienrollenbild ist anders. Das Rollenbild von Söhnen und Töchtern ist anders. Und wir haben es eigentlich dann auch noch mit der Religion zu tun, wobei die Religion ja hier nicht nur eine Glaubensauffassung ist, die sich, man sagt, Religion ist Privatsache, das ist da nicht der Fall. Das ist eine Gesetzesform, nach der zu leben ist. Und das ist eigentlich das Wichtige, was zu beachten ist. Ich bin ja da selbst auch von betroffen. Meine Tochter ist mit einem Marokkaner verheiratet, der also direkt aus Marrakesch kommt und bis vor 3 Jahren auch dort gelebt hat. Da ist die Familienprägung eine andere. Die Kultur ist eine andere. Die leben jetzt in Europa. Und was sie lernen muss, ist also seinen Hintergrund zu akzeptieren und seine Kultur zu respektieren, die Religion zu respektieren und so weiter. Und er hat zu lernen, dass Europa nicht Marokko ist. Dass in Europa die Uhren anders ticken, dass in Europa die Frauen nicht mit Kopftüchern und was weiß ich sonstigen Behang rumlaufen, sondern dass die Frauen sich kleiden, wie sie wollen. Sie haben einen eigenen Willen, das wird nicht festgesetzt und so weiter. Das darf er lernen. Abgesehen davon kommt natürlich das sprachliche Problem dazu. Das haben die ganz gut gelöst und insofern kann man da ganz zufrieden sein. Aber das kann schon ein Problem sein, auch hier vor dem Hintergrund, was wird die Familiensprache. Was wird die Familienreligion? Inwieweit ist es möglich, da einen Konsens zu finden? Nach welchen kulturellen Kriterien werden die Kinder erzogen? Ich habe schon gesagt, Jungs und Mädchen, werden sie gleichwertig erzogen? Oder gibt es da also Unterschiede? Wie gehen beide Partner mit den Problemen um? Können sie miteinander sprechen? Ich weiß also, dass mein Schwiegersohn riesige Probleme hat, über sich selbst und über seine Gefühle zu sprechen. Ich weiß nicht, wie es da anderen geht. Ich bin da kein Experte drin. Wir haben ja noch Gäste, die können wir vielleicht mal fragen. Es bleibt trotzdem festzustellen, dass die multikulturellen Familien zunehmen werden und dass wir sie als Chance sehen sollen. Wir sollen auch die Aufklärung dahingehend machen und weiter betreiben, dass sie wirklich Chancen sind, wovon die Kinder profitieren können. Sie lernen 2 Kulturen kennen. Die Kinder können mehrsprachig aufwachsen, haben einen ganz anderen Hintergrund. Und die Kinder erfahren,
dass Menschen unterschiedlich und anders sein können. Das heißt, sie gehen dann nicht über die Straße, ach, ist der anders. Nee, sie erkennen einfach, dass das normal ist, dass andere normal sind, auch wenn sie anders aussehen, anders sind, sich anders verhalten und so weiter, vielleicht in andere Kirchen gehen oder Moscheen oder was weiß ich. Die Kinder können erfahren, was Gleichwertigkeit ist. Und das ist ja das Wichtige, was wir haben wollen, gleichwertiges Leben. Ja, wir haben wieder Gäste hier bei uns, die genau hier von diesen Situationen betroffen sind. Und mein Kollege Matthias Hese wird zwei dieser Gäste interviewen und sich mit ihnen unterhalten. Und sie werden aus ihren Erfahrungen berichten. Und ich bitte die Regie, zu meinem Kollegen Matthias Hese umzuschalten. Ja, vielen Dank, Norbert Wagner, für diesen informativen Hintergrund, den er uns mitgegeben hat bezüglich jetzt der multikulturellen Familie. Dazu haben wir wieder Gäste eingeladen, sehr interessante Gäste. Mir gegenüber befindet sich die Sandra Akkus. Und zu meiner Rechten Stefan Ernst Bruns. Und Sie haben das eben vernommen, was eine multikulturelle Gesellschaft Beziehung auch ausmacht. Sie sind, Herr Bruns, mit einer Chinesin verheiratet, haben drei Kinder. Das ist sehr multikulturell, weil es um den ganzen Globus geht. Wie wird so eine Beziehung gelebt? Naja, es gibt gewisse Schwierigkeiten, die sich im Tagesgeschäft sozusagen dann erstmal herausstellen. Also meine Frau kommt aus einer ländlichen Region aus China und da herrscht eine extrem enge Dorfgemeinschaft, eine extrem enge Familienverbandsgemeinschaft. Und da sie ja sich entschieden hat, bei mir zu leben, lebt sie sozusagen ja ohne Familie. Und die Familie wird dargestellt, jetzt durch die Kinder, aber vorher eigentlich nur durch Skypen. Da war ein großer Unterschied. Sie ist glücklicherweise nicht religiös vorbelastet gewesen. Also für sie ist das, ob es jetzt christlich, buddhistisch, muslimisch, kein Problem gewesen. Das größte Problem war eine Diskussionskultur im Endeffekt, weil, wie der Herr Wagner schon gesagt hat, Asiaten reden nicht gerne. Mhm. Das gilt sowohl im Geschäftlichen als auch im Privaten. Wie wird, Entschuldigung, ich unterbreche, kommuniziert? Erstmal sprachlich. Chinesisch, Deutsch. Sie lernt Deutsch, aber was macht den Alltag aus? In welcher Sprache kommuniziert man? Also wir haben uns ja in China, in Peking kennengelernt und sie hat Englisch studiert. Die ersten Jahre waren rein Englisch, mit all den Problemen von, sie und ich sprechen nicht 100% gutes Englisch. Jetzt reden wir Deutsch und Chinesisch. Also die Kinder werden zweisprachig großgezogen. Und die Entwicklung ihrer deutschen Sprache ist immens. Ich frage mal gerade nach Sprache. Da ist ja das Kulturelle noch ein bisschen ausgeblendet, kann man auch ein bisschen verschleiern. Entdeckt man das trotzdem? Haben beide Partner jetzt bei Ihnen so viel Empathie, dass man sagt, ach, so ist das in diesem kulturellen Kreis? Und sie entdeckt dann bei mir, ach, so ist das, macht das Deutsche eigentlich aus? Kommt das durch Englisch denn so auch mal an die Oberfläche? Nein, das ist, die Wörter werden unterschiedlich begriffen wirklich und auch unterschiedlich angewendet. Und das macht manchmal das Leben nicht einfacher. Mhm. Ja. Frau Akkus, ja. Sie leben auch in einer interkulturellen Beziehung. Sie sind Deutsche, ja. Nicht richtig, und Ihr Partner oder Ehemann ist Türke, genau. Wie lebt sich das in solch einer Beziehung? Da geht es nicht ganz um den Globus. Nee, da geht es nicht ganz um den Globus. Ja, wie lebt sich da? Mein Mann ist nicht sehr gläubig. Also er hat seinen Glauben, aber jetzt nicht so, dass er jetzt regelmäßig beten geht. Oder das macht er nicht. Mein Mann isst auch Schweinefleisch. Er ist hier geboren, hier aufgewachsen, hier in die Schule gegangen. Er arbeitet hier. Ja, unsere Kinder sind beide evangelisch getauft. Also er sieht es nicht ganz so eng. Ja, also bei uns ist es lockerer. Lockerer. Also ein wesentlicher Unterschied. Ihr Mann ist hier sozialisiert sozusagen. Also kennt diesen deutschen Kulturkreis. Inwiefern ist er manchmal, driftet er ab in das Türkische hinein? Also aus Ihrer Warte oder wann ist er mehr Deutscher? Ist das je nach Lebenssituation? Jetzt wird es stressig, dort wird es lockerer. Also so viel Türkisch eigentlich nur, wenn er mit seiner Familie redet. Ja, dann spricht er auch Türkisch, aber bei uns zu Hause wird nur Deutsch gesprochen. Die Familie ist dann auch hier, lebt auch hier? Sein älterer Bruder wohnt in Köln, sein anderer Bruder in München
unserer Schwester ist die einzige, wo in der Türkei lebt. Ist ja wunderbar, dann guckt man nämlich in Deutschland rum. Richtig. Genau, die Schwester lebt in der Türkei, ja. Und ist dort auch mal von Ihnen besucht worden? Ja, das funktioniert halt nicht immer so. Es ist nicht immer leicht, weil sie auch viele Aufgaben darüber erst mal erfüllen müssen, bevor die von der Türkei hierüber fliegen können. Deswegen. Ist da besonders der kulturelle Unterschied spürbar, weil sie noch in der Türkei lebt? Ja. Also ich spiele jetzt an auf das Frauenbild. Na, also ja. Herr Norbert Wagner hat vorhin ja was gesagt, wie ist das Frauenbild, Männerbild und so weiter, also im Kulturkreis? Wenn ich mit meinem Mann zum Beispiel schwimmen gehe, ich darf Bikini, das, was ich halt anziehe will, das darf ich anziehen. Seine Schwester nicht. Mhm. Also sie darf da nicht so freizügig. Mhm. Also da, allein da ist es spürbar in der Kleidung dann nachher auch. Mhm. Also Kopftuch muss er kennst tragen, von ihrem Mann aus, aber halt nicht so freizügig. Switchen wir nochmal um nach China. Natürlich, Sie hatten vorhin das Wort Gleichwertigkeit gehabt. Ist das spürbar mit dieser gelebten Gleichwertigkeit? Ich hatte auch angeführt, Männerbild, Frauenbild. Ja, man denkt das gar nicht, das ist eigentlich umgekehrt der Fall. In China gibt es nicht die Gleichwertigkeit, sondern eher die Matrone, sag ich mal. Ja. Die chinesische Frau ist ja zu Hause, kümmert sich um die Familie, kümmert sich um die Farm. Und hat aber auch die Hosen an und kümmert sich um das Geld. Mhm. Ja, okay. Die Männer dürfen dann arbeiten gehen, meistens Wanderarbeiter, also im ländlichen Bereich jetzt, kommen nach Hause, liefern das Geld ab und sind dann wieder 3 bis 5 Monate unterwegs. Also das war dann auch ein für sie eine Schwierigkeit, das Umdenken, weil ich lebe, ja, Gleichwertigkeit, heißt ja, sie hat Zugang zu meinen Bankkonten, aber es war jetzt nicht so, da musste sie sich ein bisschen ändern in der Gleichwertigkeit. Das ist in unserer Betrachtung richtig. Der Mann hat zwar das Sagen, aber sie bestimmt. Ja, genau. Das hat ja eine Gleichwertigkeit. Ne? Jeder darf mal auf seinen Part. Wie war das, wie Sie neu in dieser Familie waren? Sie sind, haben sich in China kennengelernt. Ja. Haben Sie auch in diesem Zeitraum dann die Schwiegereltern kennengelernt oder erst viel später? Oder wie hat sich das ereignet? Also ich habe dann die Schwiegereltern besucht und ich war dann in der ganzen Region die Attraktion, das war vor 12 Jahren ungefähr, da waren nicht Ausländer dort bekannt. Also ich hatte jetzt diese Langnase. Da kam jetzt diese Langnase, ja, und alle Leute haben mich angelächelt und ich dachte, Mensch, das sind aber freundliche Menschen. Mhm. Und das war von dem Weltbild, weil es damals in China geherrscht hat, ja, die Ausländer sind böse und da war ja noch extrem kommunistischer, die Ausprägung. War ja eher in der Zeitung, in den Medien, die Frauen, die nach Europa gehen, werden dort misshandelt oder müssen dort in irgendwelchen Etablissements arbeiten. Also ganz schlimm im Endeffekt. Negativ konnotiert, ne? Ja, genau, negativ. Ja. Und dann jemand aus einer gutbürgerlichen Dorfgemeinschaft schleppt dann so einen komischen Ausländer an, ja, wo es auch gar nicht darum geht, ist er reich oder arm oder Religion spielt keine Rolle, aber allein schon das Aussehen ist anders. Wie wurden Sie da aufgenommen? Von ihren Schwestern sehr gut, von der Dorfgemeinschaft, das ist, war kurz vorm Kippen. Die wussten, ich bin da, und hat sich ein großer Pulk vor dem Haus gebildet und irgendwann sind sie sozusagen durch die Tür durchgebrochen und haben mich dann gesehen mit den Kindern spielen und mit den Frauen kochen. Ja, und haben gesehen, das ist kein böser Mensch. Also er frisst sie jetzt nicht auf. Ja, das war wirklich so, diese Situationen waren kritisch. Mhm. Wirklich kritisch. Wirklich kritisch. Ja. Das heißt also, die mussten in diesem Moment ihr Weltbild korrigieren, haben gesagt, dass der ist ja echt richtig anders, als wir immer vermittelt bekommen. Ja, aus den Medien, genau. Ja, also es ist eine wunderbare Sache, die sich auf einmal da vollzogen hat danach. Ja. Wie war das Kennenlernen bei Ihnen gewesen? Das sind immer die ersten Momente des Verliebtseins und dann kommt man ja auch, man verliebt sich ja dann auch mit in die Familie zusätzlich, die da hinten dran steht. Wie war also, das? Von seiner Familie bin ich sehr herzlich aufgenommen worden. Bei meiner Familie, ja, die haben ein bisschen Stress gemacht, weil sie es halt nicht verstanden haben, wie ich jetzt mit dem türkischen Mann was anfangen kann. Ja, das sind halt auch die Vorurteile dann, ne? Ein Kopftuch tragen, die mir alle rausgehen als Frau. Also da herrschten Ängste in der eigenen Familie. Ja. Wird das anders werden? Muss sie sich unterordnen? Richtig. Und dergleichen. Wie hat man das Bild korrigiert? Schnellstmöglich. Am besten kennenlernen. Erstmal auf den Menschen zugehen und gucken, ist der wirklich so? Mhm. Und jetzt muss ich sagen, jetzt verstehen sie sich super, alle mit meinem Mann. Mhm. Weil sie jetzt halt einfach gesehen haben, er ist doch nicht so, wie man das Bild hat von einem türkischen Mann. Und ja, jetzt
Jetzt habe ich ja vernommen, in beiden Beziehungen, Religion spielt keine Rolle. Ist das, bleibt das auch so? Ja. Das bleibt auch so. Also ja. Mein Mann hat mir die Wahl gelassen, wie wir die Kinder taufen. Ja. Ob ich sie evangelisch, katholisch oder gar nicht. Also er hat doch gar nichts neu gesagt. Also Ihr Mann ist jetzt, wenn ich es zusammenfasse, konfessionslos oder keiner gehört keiner Kirche jetzt zu oder dergleichen. Geht er auch mal mit in die Kirche oder so oder sagt... Ja, wie wir die Kinder getauft haben, da war er dabei, ja, also aber ansonsten. Wie ist es in der Herkunftsfamilie Ihres Mannes? Ist da eine muslimische Anbindung da? Die gehen regelmäßig freitags ins Freitagsgebet, in die Moschee. Die tun regelmäßig zu Hause beten, waren mit dem Gebetsdebisch. Waren Sie neugierig? Waren Sie schon mit dabei? Wie haben Sie das empfunden? Interessant, das mal live zu erleben. Mhm. Aber ja, also regelmäßig bräuchte ich das nicht. Mhm. War mal Erfahrung, das wert, eine Erfahrung, da mal mitzugehen. Das Kind wird jetzt evangelisch erzogen danach. Ja. Wie alt ist Ihr Kind, meine Frau? Meine Tochter ist jetzt 8 und unser Sohn ist 3. Aha. Ist die Tochter neugierig geworden, was jetzt dieses Anderssein in dieser Beziehung angeht? Also wir haben vor 2 Jahren seinen Bruder in Köln besucht und er betet regelmäßig, auch zu Hause. Und ja, da hat sie mitgemacht. Mhm. Aus Neugier halt, ja. Nimmt das also auf, ne? Das also bis zu 6 Jahren, das ist ja die Prägezeit auch, nimmt man das, guckt sich das mal an. Haben Sie das Gefühl, dass das Kind, Ihr Kind, ja beider Kind jetzt toleranter groß wird? Ja. Ist das eine gute Erfahrung? Ja. Und das heißt also, die Kulturen kommen sich einander näher. Das ist jetzt, wir werden es ein bisschen politisch. Nicht ganz in Erdogans Sinne. Wie ragt jetzt Politik noch hinein? Da bin ich jetzt auch neugierig. Das ist jetzt der kleine Kreis der Familie. Mhm. Jetzt gehen ja die Politiken ja noch, sind ja auch noch über uns. Die können wir nicht ganz wegradieren. Wie wird das betrachtet in so einer multikulturellen Familie? Hat das Bedeutung, weniger Bedeutung? Mhm. Man sitzt vorm Fernseher, guckt auch mal türkisches Fernsehen, mal deutsches. Ja, mein Mann guckt ab und zu mal aber nicht auf. Aber da gibt es keine Wertung, da ist man. Ja. Nur wenn man in die Länder reist, es wird jetzt auch zunehmend gesagt, man sollte nicht in die Türkei reisen. Jetzt will man ja auch die Schwester besuchen. Ist das von Bedeutung dann? Ja, es ist halt traurig, wenn man nicht lieber fliegen kann. Und ich bin da ehrlich, das habe ich aber Mann gesagt, ich will im Moment auch nicht lieber fliegen, gerade weil halt so viel passiert. Weil ich will ja wieder heimkommen. Ne? Also er versteht es auch. Also, also das, da ist es dann, spätestens dann ist es dann spürbar. Ja, China. China ist weltoffen, wird immer weltoffener. Wie ist das zu gewichten mit der Politik, die ich jetzt so angeführt habe? Ragt das jetzt so in diese Beziehung hinein? Hat das eine Bedeutung oder weniger? Die Familie meiner Frau gehört nicht zur Kommunistischen Partei. Also Politik ist überhaupt nie ein Thema gewesen. Ist es dort auch nicht. Je weiter man weg ist von Peking, desto unpolitischer ist man. Ah ja. Das habe ich auch dort gemerkt. Also das ist, was wir hier in der Presse mitbekommen, das ist das, was direkt aus Peking kommt. Und damals war es halt sehr kommunistisch. Heute ist es eher kapitalistisch geprägt oder sozial. Eher sozial im Endeffekt, ja, mit dem Rentensystem, was es ja auch vor 10, 12 Jahren alles gar nicht gab. Da ist die Zeit, da wo meine Frau herkommt, aus Zentralchina, da ist die Zeit eher noch stehen geblieben. Ja. Also man kann jetzt sagen, das ist ein gleitender, wirklich gelungen, fast gelungener Übergang vom Kommunismus zum Kapitalismus. Die kriegen es irgendwie gut gebacken. Kann man das so sehen, dass die Meister des Übergangs sind, die Chinesen, was das Politische jetzt so angeht? Die Darstellungsweise des Kommunismus und des Kapitalismus war halt sehr politisch dargestellt, gut und böse. Mhm. Ja, aber im Endeffekt hat man auch damals, als es kommunistisch war, schon mit Geld gewirtschaftet und es gab viele reiche Menschen. Jetzt hat man das Kind nur anders da benannt. Ich glaube, die Vorstufe war ja, dass man gesagt hat, der Kapitalismus ist die Vorstufe zum Kommunismus und hat das sozusagen mit ins Gesetz aufgenommen. Und es ist ja eines der erfolgreichsten Wirtschaftsländer. Also die Chinesen waren ja schon immer Händler. Mhm. Ja. Ich meine, eine Frage, es gibt ja den Begriff der Auslandschinesen. Das sind also die Chinesen, die irgendwann mal nach Amerika gegangen sind oder jetzt auch hier in diesem Fall nach Deutschland. Wird Ihre Frau auch aus der Sicht der Herkunftsfamilie als Auslandschinesin jetzt betrachtet, weil sie das Land und Familie eigentlich verlassen hat? In der Anfangsphase ja, denn sie war eine der ersten, die im Endeffekt sich einen Pass organisiert hat. Mhm. Das gab es ja damals vor 12, 13 Jahren überhaupt nicht.
Heutzutage ist es Standard, dass die jungen Menschen, die leben ja auch wie wir, die haben Geld, Handys, Autos, die wollen die Welt erreisen. Jeder hat einen Pass, jeder reist durch die Welt. Also das Bild des Chinesen hat sich extrem gewandelt. Und diese Auslandschinesen, sage ich mal, die waren ja auch immer in zwei Kategorien. Es waren einmal die Geschickten ins Ausland und dann waren es die, die gesagt haben, naja, wir gehen halt mal raus, warum auch immer. Und waren ja bekannt eben mit ihren China-Restaurants, die es in jedem Dorf gegeben hat. Ja. Das ist heutzutage auch ganz anders. Also der Chinese an sich ist ja weltoffenes Volk. Es ist ja, einerseits ist ja ein Paradoxon, beobachtet man diese Weltoffenheit, andererseits liest man jetzt, habe ich jetzt in einer Tageszeitung gelesen, will die chinesische Regierung die Kontrolle haben über soziale Medien und so weiter und genau Einfluss nehmen auf die einzelnen Bürger. Was halten Sie davon, von dieser Kontrollmechanismen, die sich jetzt da breit machen? Man darf nicht vergessen, wir reden hier nicht von Vergleich Deutschland und China mit 60 Millionen, sondern wir vergleichen ja quasi China, das ist Europa. Mhm. Ja, und genauso wie es in Europa unterschiedliche Tendenzen gibt, ich sag mal, für mich gehört die Türkei auch zu Europa. Ja? Dort hat man auch genauso verschiedenste Religionen und es ist sehr schwierig, ein, weiß ich nicht, 1,5, 1,8 Milliarden Menschen oder vielleicht sogar noch mehr, Land zu regieren. Wir kriegen es ja hier mit 60 Millionen oder 80 Millionen schon nicht hin. Und dort müssen Dinge, wenn man es im Wohle des Volkes macht, ich rede jetzt nicht von Bespitzelung im Endeffekt, müssen geregelt werden von der Regierung, um das riesige Reich, ich sag mal, zu entwickeln. Mhm. So, dort wird es angesprochen, offiziell, Achtung, wir werden jetzt hier Einfluss nehmen. Ich bin mir sicher, dass meine E-Mails und meine Internetkommunikation heutzutage in Deutschland auch überwacht wird. Mhm. Nur man redet nicht drüber. Ja. Ja. Ja, also das ist aber gar kein, sag ich mal, das ist eigentlich überhaupt kein Thema, auch in unserer Familie nicht. Weder Politik noch was ändert sich jetzt oder was wird dargestellt in den Medien. Also wir haben schon oft festgestellt, dass während ich in China war, Dinge, wo ich auch da war, ja, in Shanghai oder in Peking, das war überhaupt nicht, das war eben so ein Medienaufriss. Mhm. Ja. Also die Politik rückt in Ferne. Wie wird jetzt das der Alltag gestaltet, der ganz konkrete Alltag? Man hat jetzt diese kleine Familie. Trifft man Freunde jetzt sowohl in türkischen Kreisen als auch in deutschen? Oder ist es ein Mix? Es ist ein Mix zwischen türkisch und deutsch. Mhm. Er hat zwei türkische Freunde, ich mal deutsche und dann trifft man sich. Mhm. Also mal multikulturell. Multikulturell. Ja. Also ich habe das mal beobachtet, was mich jetzt fasziniert, überhaupt in interkulturellen Familien. Ich war mal in so einem Kurs gewesen, ja, da waren zwei Türkinnen und ich denke, in was unterhalten die sich jetzt, in Deutsch oder in Türkisch? Und die switchten immer hin und her, das ist eine faszinierende Gedächtnisleistung, sage ich, das will ich auch, ja, geht nicht. Ist das so ähnlich denn bei Ihrem Mann? Ja. Ne? Ja. Wenn er zum Beispiel mit eins von seinen Brüdern spricht, er spricht da Türkisch, dann kommt er mal ein Satz Deutsch, dann kommt wieder Türkisch, aber er merkt es dann auch gar nicht. Mhm. Erst danach, wenn ich ihm dann sage, warst du wieder zweisprachig, ah ja, dann muss er selber klagen. Und das beobachten Sie jetzt bei Ihrer Tochter, ist das ähnlich, dass sie auch so? Ja, sie versucht, Türkisch noch zu sprechen. Mhm. Ja. Genau. Und ihr Ehrgeiz, Türkisch zu lernen? Der ist groß, aber ich habe halt durch die zwei Kinder nicht immer Zeit. Mhm. Mhm. Wie ist das? Wir kennen das so ein bisschen. Im deutschen Kulturkreis ist es ja so, dass sich die Eltern zu wenig eigentlich einmischen. Wir haben wirklich eine kleine Familie. Man sagt ja auch bei Italienern und auch bei Türken, dass sich die Familie zu viel einmischt. Okay. Haben Sie das Gefühl? Nein, ist okay. Nicht so. Das heißt, das ist ein offenes Kommen und ja. Gehen, Austauschen ja. und dergleichen. Also wirklich gut gelebter interkultureller Austausch. Ja. Und Sie sind richtig glücklich dabei. Ja. Ja, sie strahlt. Genau. Wo machen Sie Urlaub zusammen? Oh, da, wo es schön ist. Da, wo es schön ist. Also nicht nur Türkei und in Deutschland, sondern auch mal nach Italien oder Spanien. Also wir sind da offen. Es muss nicht immer Türkei sein. Ja, genau. Wie würden Sie jetzt aus Ihrer Sicht Ihren Mann beschreiben? Ist er jetzt Deutscher oder ist er Türke? Ja. Der ist mehr deutsch wie türkisch. Deutsch wie türkisch. Auf alle Fälle. Also er hat sehr viel angenommen, dadurch, dass er sozialisiert ist. Aber mit diesem Background halt, dieser Familie. Ist das reizvoll? Hat das einen Reiz? Ja, schon. Dieser Mensch interessanter? Ja. Ja, dadurch, dass sich noch ein Alter an was dahinter steht sozusagen. Ja. Bei Ihnen auch? Ist es interessant, mit einer Chinesin verheiratet zu sein? Hat das einen Reiz? Ja, ich war ja mehrere Jahre in China. Also ich hätte mir auch vorstellen können, in China zu leben. Die Entscheidung hat sich dann, ja, wo werden die Kinder besser ausgebildet und wo ist es
Da wir ja die Kinder auch auf eine chinesische Schule schicken, also wir haben ja 3 Kinder, hat meine Frau Kontakt zu auch diesen chinesischen Familien, meistens BASF oder so, wo der eine Partner hat sich in China kennengelernt, ist eben, der Mann ist meistens eben Deutscher und die Frau ist dann Chinesin. Und da lebt man dann sein China-Sein. Mhm. Mhm. Ja, mit eigenen Festen, mit eigenem Kochen, mit, ja. Und ich habe nicht versucht, Chinesisch zu lernen. Ich habe es von vornherein aufgegeben, weil es aus dem lateinischen Kreis jetzt nicht gerade logisch ist, diese Sprache zu übernehmen. Ich habe viel gereist, habe Spanisch gelernt und Französisch und so, ja, aber Chinesisch ist unmöglich. Und ich finde das toll. Fühle mich auch nicht benachteiligt, wenn meine Familie dann Chinesisch zu Hause spricht. Ja, vielleicht auch Gutes oder Schlechtes, was Papa sagt oder so. Und wenn diese Chinesen Festivitäten sind, ja, das Neujahrsfest und so, wird da ganz anders da gefeiert, bin ich auch dabei. Ja, und ich bemerke das aber auch, dass hier auch die anderen Männer, wir leben damit, aber wir sind doch außen vor, weil wir ja nicht wirklich die Kultur verstehen. Es sind wirklich 2 getrennte Kulturen und das werden sie auch bleiben. Mhm. Das ist auch gut so. Das ist auch gut so. Aber jetzt sind Sie ein Mensch oder ein Mann mit starker Empathie. Das heißt, lesen Sie denn weitestgehend das Nonverbal aus, wenn die da rumtuscheln oder machen? Ich meine, das hat man früher gerne an Höfen immer eingesetzt, weil man eine andere Sprache konnte. Wie ist das bei Ihnen? Die Kinder konnten Pubertät. Papa ist nicht gut drauf und das wird dann abgelästert mal. Sehen Sie da eine Gefahr drin oder sagen Sie, boah, das, ich habe da eben was gehört. Könnte das sein, dass ihr über mich gelästert habt oder so? Nein, ich erwarte nichts im Leben, deshalb kann ich nicht enttäuscht werden. Das ist nur mein Wahlspruch. Und schon gar nicht von meiner Familie gehe ich davon. Ja, genau. Und davon gehe ich auch aus, dass meine Familie, wenn sie was hat, mir das auch offen und ehrlich sagt, dann muss man nicht tuscheln. Ja. Und genauso geht es um mein Umfeld. Also wir sind da relativ einfach. Wer ist bei uns, wem es bei mir nicht gefällt, der braucht nicht kommen. Ja, ich zwinge ja keinen. Sie leben das Interkulturelle generell. Wo fühlt man sich denn jetzt so hingezogen? Ist das über den Alltag, übers Jahr verteilt in einen Austausch von Deutsch und Chinesisch oder mal wirklich zeitweise nur Deutsch, nur Chinesisch? Wie sind die Anteile im Alltag dann ungefähr übers Jahr verteilt? Also für mich sind es 80-90% ist natürlich Deutsch. Mhm. Ja. Ist katholisch Deutsch oder evangelisch Deutsch. Mhm. Ja. In dem Umfeld leben wir ja. Die Kinder gehen ja zwar streng katholisch erzogen, lächerlich. Ja. Aber wir gehen auch zu den evangelischen, weil da CVJM ist viel lustiger für die Kinder als wie dieses strenge katholische. Hat man Francisco nicht gehört? Ja. Wir haben schon ein paar Mal den Papst besucht, das ist jetzt auch nicht das Thema. Ja. Aber diese. Im Sommer geht man spazieren, es gibt die verschiedensten Frühlingsfeste und das chinesische Neujahr und. Das ist einfach so mal außen vor sein. Das ist wirklich wie im Urlaub oder im Kino mit einem ganz tollen Film, wenn man in diese Welt eintaucht, die nur diese Menschen da richtig verstehen, auch mit ihren Kostümen und mit ihren Gesängen und wie sie was darstellen. Das sind Highlights. Die sind wenig, aber es sind Highlights. Gut, meine Kinder sind jeden Freitag, also einmal die Woche in ihrer chinesischen Welt. Für die ist es natürlich anders. Und für meine Frau, die ja keine chinesische Welt um sich herum hat, wir haben jetzt, glaube ich, noch 3 andere Chinesen bei uns im Dorf, ist das ein Highlight. Ja? Dort bekommt man auch chinesische Gewürze, chinesisches Gemüse, was da angebaut wird bei denen im Garten und. Für sie ist es sehr wichtig, einmal die Woche diesen Termin zu haben. Mhm. Wie ist das Verhältnis zu den Schwiegereltern? Kommt da sowas auf wie Gefühle miteinander, Emotionen, Tiefe? Oder ist das eher distanziert? Naja, bei mir ist es, ich habe die Schwiegereltern 3-mal gesehen. Die Schwiegereltern, der Schwiegervater hat leider 3 Schlaganfälle schon hinter sich. Da ist auch mit Reisen nichts mehr. Mhm. Wir nehmen uns immer vor, einmal im Jahr zu reisen, da aber jetzt immer jede 2 Jahre mehr oder weniger ein Kind dazwischen gekommen ist, war ich schon lange nicht mehr dort. Mhm. Ja. Die Kommunikation findet am Wochenende immer mit Skype oder mit dem Internet und man schickt sich Videos und E-Mails. Die ist da, weniger mit mir, also. Zumal wir auch nicht kommunizieren können. Also ich kann ja immer nur winken. Ja, das ist also, muss immer übersetzt werden in irgendeiner Art. Das ist richtig. Aber meine Kinder, die haben eine sehr enge Beziehung zu ihren Großeltern, die sie so auch noch gar nicht wahrgenommen haben. Ja, durch Besuche, da waren sie noch viel zu klein. Aber sie kennen ihre komplette Familie, auch die ganzen Schwestern und der Bruder von meiner Frau und deren Kinder. Also es ist eine große Familie, die witzigerweise über das Internet funktioniert. Die Geschwister, sprechen die jetzt Englisch, wenn sie jetzt mit den Geschwistern von ihrer Frau... Die Geschwister überhaupt nicht. Also es war ja ein Novum, dass jemand vom Land sozusagen in die große Stadt geht, um da eine Fremdsprache zu lernen. Mhm. Die Kinder ihrer Geschwister, die sind ja meist auch älter, sie ist die Jüngste, die lernen heute schon Fremdsprachen. Also und da ist dann Englisch, Russisch, je nachdem, wie man sich entscheidet. Ja, es gibt sogar auch Deutsch, witzigerweise, auf den Schulen dort. Ah ja. Frau Kuss, Ihr Mann kommt eines Tages zu Ihnen und sagt, in der Türkei ist es viel schöner, lass uns da hinziehen. Also erstmal das Politische jetzt im Moment ausgeblendet. Schockmoment oder große Hoffnung? Wahrscheinlich, ja. Schockmoment. Ja, und er sagt, argumentiert ja zu Recht, die Türkei ist viel schöner, liegt auch irgendwo am Meer.
Ja, das Meer ist schön, ja, aber also drüber leben könnte ich mir das nicht vorstellen. Nicht vorstellen. Mm-mm. Warum? Zu rigide oder? Nee, weil hier ist weil hier meine Familie ist. Ich glaube, ich hätte ein ganz großes Heimweh. Ja. Also er hat es noch nicht probiert bei Ihnen. Er sagte, nee, noch nicht hin. Also es reicht, wenn man mal dorthin fährt. Und zum Urlaub mache und dann aber wieder heim. Und das ist genug. Ja. Ne? Genau. Ja, wir sind am Ende dieses Gesprächs. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Möchten Sie noch einen Abschluss sagen, was so die Vision Ihrer Familie angeht? Was wünschen und hoffen Sie sich für Ihre Familie im Hinblick auf dieses interkulturelle Leben? Ich bin ja, bevor ich mich entschieden habe, spät zu heiraten, war ich ja 20 Jahre in der Welt unterwegs. Und ich hoffe und freue mich, dass meine Kinder genau die Reiselust haben wie ich auch und verschiedene Kulturen und völlig unvoreingenommen in die verschiedenen Kirchen gehen, sich jetzt in der Schule mit schwarzen, gelben, grünen Menschen auseinandersetzt, weil wir doch relativ viele Flüchtlinge bei uns haben und dass es da keine Probleme gibt und dass sie das genauso aufnehmen für die Zukunft und wirklich interkulturell. Wir sind nicht deutsch, wir sind nicht europäisch, wir sind Weltbürger. Ja, das ist wirklich schön, also das ist ein schönes Schlusswort. Das ist ein junger Alexander Humboldt, das ist so in Ihrem Sinne. Ich dachte Alexander Groß. Ja, das ist noch ein anderes Thema. Ihr Schlusswort wäre dann? Leben und leben lassen, das gilt für jeden. Ja. Ja, wunderbar. Schön, dass Sie gekommen sind, war ein interessantes Gespräch. Ich gebe zurück an Norbert Wagner. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, vielen Dank, Matthias Hese. Ich denke, wir haben hier sehr, sehr interessante Gäste gehabt, die uns Einblicke gerade in diese multikulturellen Familien und das Leben haben, mit den Konsequenzen und Überlegungen und Vorteilen und Nachteilen. Man sieht, man kann es meistern. Wir kommen jetzt zum nächsten Bereich unserer Familie, und zwar das ist die Regenbogenfamilie. Und da freue ich mich, einen Gast hier begrüßen zu dürfen, Frau Heike Rödel. Hallo. Frau Heike Rödel, ich freue mich, dass Sie hier sind. Ja. Sie leben in einer Regenbogenfamilie. Ja. Ja, genau. Das heißt Regenbogenfamilie, die Definition ist ja, dass es eine Familie ist, bei der gleichgeschlechtliche Partner zusammenleben und aber auch Kinder haben, oder Kinder haben. Ja. Und woher kommt der Name Regenbogenfamilie? Der Name Regenbogenfamilie, ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist so, dass der auch von verschiedenen anderen Bereichen benutzt wird. Ich kann es Ihnen gar nicht so genau sagen. Ja. Nee, also es ist wahrscheinlich durch die Vielfältigkeit der Farben und die Vielfältigkeit dann in der Familie. Ja. Haben Sie da nähere Informationen? Also ich weiß nur, dass er immer bei Schwulen und Lesben benutzt wurde, klar, schon in der Vergangenheit, als das hier noch weitgehend Tabuthemen waren. Mhm. Kam ja von Amerika dann rüber. Genau. Und mir ist das also auch mit der Vielfalt bekannt, der Vielfalt, die also dann da ist. Mhm. Ja. Sehr direkt gefragt, Frau Rödel. Ja. Wir haben ja jetzt seit dem 1. Oktober 2017 die Möglichkeit, dass gleichgeschlechtliche Paare heiraten. Sind Sie verheiratet oder leben Sie in einer Lebenspartnerschaft, in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft? Ich das sehen? Ja, also ich bin verheiratet und bin aber eingetragen in einer Lebenspartnerschaft. Und das war damals 2005 möglich gewesen, die eingetragene Lebenspartnerschaft. Ja. Und das war für uns eine Heirat. Also es war im Standesamt in Frankenthal. Ja. Es war so, dass wir das praktisch erlebt haben als unsere Heirat. Und wir stellen uns auch gegenseitig, das ist meine Frau oder unsere Familie besteht aus zwei Frauen vor. Dass jetzt politisch da noch einmal eine Änderung gab, 2017 ist nett und prima, aber das hat mein Erleben von Ehe und Gemeinschaft nicht verändert. Das heißt, Sie haben vorher genauso gelebt, wie Sie sich immer eine Beziehung so gewünscht haben und eine Partnerschaft und so weiter. Genau. Und das haben Sie genauso gelebt, als wenn Sie verheiratet wären. Ist jetzt der Gedanke für Sie naheliegend, diese Heirat nochmal nachzuvollziehen oder brauchen Sie das nicht? Also es wäre für mich eher so, wie wenn ich 10 Jahre in Lüge gelebt hätte. Wenn ich 10 Jahre das erleben habe, ich bin verheiratet, weil wir praktisch das Maximale ausgeschöpft haben und eine Lebenspartnerschaft haben eintragen lassen. Aber für uns war es so, wir haben eine Ehe. Wir haben ein Kind in der Ehe gezeugt und wir haben eine Familie. Ja. Und weil jetzt aber der politische Wille gerade war, das gesetzlich als Ehe gleichzustellen mit der heterosexuellen Beziehung,
verändert es nicht meine Gefühlswelt. Also es würde für mich eher jetzt sich schräg anfühlen zu sagen, oh, jetzt dürfen wir heiraten im Sinne der heterosexuellen Familie. Was habe ich dann 10 Jahre gehabt? Genau wie Sie sagen, das wäre dann irgendwie eine Lüge gewesen. Also es wäre komisch, ich hätte dann 10 Jahre geflunkert und das wäre auch dem Kind gar nicht zu vermitteln. Jetzt können wir richtig heiraten, vorher haben wir dann halb geheiratet. Also das ist einfach eine Sache, wo sich auf der politischen Ebene abspielt, die sehr abstrakt ist, die von den Parteien abstrakt diskutiert wird. Aber innerhalb der Familien, der Regenbogenfamilien, das sind Familien. Das sind Eheleute, ob 2 Männer, ob 2 Frauen. Und ich weiß, dass jetzt einige dann nachziehen und sagen, jetzt heiraten sie richtig. Aber das muss jeder für sich selbst erfahren oder erleben. Ja, das denke ich auch. Ja. Es gibt ja, oder es gab ja zumindest damals auch Unterschiede in der Gesetzgebung mit Erbrecht und so weiter. Das haben Sie alles für sich geklärt? Also es ist so, dass mit der eingetragenen Lebenspartnerschaft vor 10 Jahren da schon einiges war, mit dem Erbrecht zum Beispiel. Was nicht gleichgestellt war, war das Adoptionsrecht. Ja. Das heißt also, wenn wir jetzt ein Pflegekind hätten oder ein Kind zur Adoption, dann würde das nochmal sich anders darstellen, weil erst jetzt die Möglichkeit wäre, ein fremdes Kind, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, zu adoptieren, ist jetzt erst möglich von beiden Elternteilen. Mhm. Aber bei uns war es die Stiefkindadoption und die war mit der eingetragenen Lebenspartnerschaft schon zu vollziehen. Und von daher, es war eine Ungleichbehandlung gegenüber den heterosexuellen Paaren, weil ein Kind, das in der Ehe geboren wird, und so ist die eingetragene Lebenspartnerschaft ja auch zu verstehen, muss nicht vom Vater adoptiert werden. Ja. Aber in der Lebenspartnerschaft ist es so, dass das Kind, das in der Ehe geboren wird, von der Stiefmutter praktisch adoptiert, schon allein das Wort Stiefmutter, muss von der Stiefmutter adoptiert werden. Und diese Ungleichbehandlung, die ist jetzt auch rum und von daher, das sehe ich den nachfolgenden Paaren oder Familien dann wirklich als positiv an, dass da gar keine Unterschiede mehr gemacht werden. Also wir mussten da schon noch einiges, sage ich mal, privatrechtlich regeln mit Notar oder Rechtsanwalt, dass es abgesichert ist. Und jetzt mit dieser Gesetzesänderung ist es auf jeden Fall so, dass es gleichgestellt ist. Mhm. Ja. Also ich entnehme aber auch den Worten, Sie begrüßen diese Gesetzesänderung. Ich begrüße das, aber für mich muss ich das persönlich jetzt nicht legitimieren. Ja. Also zwei Dinge. Grundsätzlich begrüßen Sie es und Sie haben für sich gesagt, ich habe vorher schon so gelebt als wie und warum soll ich das ändern? Ich habe nicht gelebt als wie, sondern ich habe als Familie gelebt. Sie haben als Familie gelebt. So ist es. Und da muss ich das nicht verändern. Ja. Wir haben ja jetzt, Sie sagten, Sie haben eine Tochter. Wie alt ist die Tochter? Die wird jetzt 11, also die ist noch 10 Jahre alt. Und wer hat die Tochter geboren? Die hat meine Frau geboren und das war damals mit der eingetragenen Lebenspartnerschaft so möglich gewesen. Mhm. Wenn man eingetragene Lebenspartnerschaft hatte, durfte man praktisch bei der Samenbank dann ein Kind bekommen. Das heißt, es lief also über künstliche Befruchtung. Genau. Und Sie haben dann ein Kind bekommen, das halt eben das Kind in der Familie ist. So, ich habe es also schon beantragt, wie das damals so möglich war, im Mutterleib die Adoption. Und in der Geburtsurkunde stehen wir beide als Eltern. Da gibt es dann Vater durchstrichen und Mutter 1 und Mutter 2. Ja. Mhm. Ja, das ist interessant. Jetzt ist es ja so, das Kind ist jetzt wie alt? 10 Jahre. 10 Jahre. Mhm. Und wie werden Sie angeredet mit Mutter, Mutti oder wie läuft das? Es ist so, dass meine Frau ist die Mama und ich bin die Mami. Also wird da unterschieden? Ja, das ist einfach auch wie bei Omas. Da gibt es ja auch immer 2 Omas oder Opa und so. Also das ergibt sich ganz von alleine in den Familien, dass da einfach Unterschiede unterschiedlich angesprochen werden. Und das war für das Kind kein Problem? Überhaupt nicht. Also für das Kind ist es einfach das Normalste der Welt, weil es einfach innerhalb dieser Familie, wie sie nun mal jetzt so ist, aufwächst. Und wie wir vorhin schon erlebt haben, bei interkulturellen Familien ist es so für die Kinder, dass dann 2 Sprachen sind oder dass in Patchwork-Familien einfach verschiedene Elternteile da sind. Und hier in der Regenbogenfamilie ist es einfach so, dass 2 Väter oder 2 Mütter da sind. Ja. Das heißt also, von daher bildet das Kind ja seinen Lebensstil aus in jungen Jahren und kennt eigentlich nichts anderes. Das heißt, das ist sein Hintergrund. Es kommt ja irgendwann in der Entwicklung des Kindes auch die Erkenntnis, dass es zwei Sorten Menschen gibt, nämlich Frauen und Männer. Ja. Wie kommunizieren Sie das mit Ihrer Tochter?
das muss ich gar nicht kommunizieren, da wir nicht in einem abgeschlossenen Lebensraum leben, sondern durch Schule, durch Kindergarten damals schon, durch Freundeskreis, erlebt sie natürlich, dass Familie alles ist, dass Familie Alleinerziehende sind, Patchwork-Familien, Mutter, Vater, dass sich das verändert. Und in dieser Vielfalt, die ja heutzutage gelebt wird, ist ein Aspekt zwei Mütter zu haben. Und das Kind, oder wie alle anderen Kinder auch, erleben das einfach, es gibt nicht normal und abnormal, sondern wie lebst du, wo lebst du? Ja. Bei der Mutter und alle 14 Tage beim Vater, ich lebe da. Und das wird kommuniziert, und zwar als völlig normal, als normale Frage, wie sieht deine Familie aus? Und niemand geht mehr davon aus, Vater, Mutter, Kind mit der Geliebten noch in Bayern. Aber es ist so, dass das ganz automatisch abgefragt wird innerhalb von den Kindern, wie sieht deine Familie aus? Also ich kenne es auch vom interkulturellen Spektrum, wo es also früher ja auch die Probleme gab, das ist ein farbiges Kind, um Gottes Willen und so weiter. Ja. Auch da, die Kinder sind da ganz natürlich drin. Ne? Genau. Der hat halt eben die Eltern und der die Eltern, und also so das wäre das hier, ist also kein Problem. Damit weiß das Kind ja eigentlich auch, wie es gezeugt wurde. Also von Anfang an. Also es ist ja auch nicht zu verheimlichen, muss man mal ganz deutlich sagen. Das ist bei heterosexuellen Paaren, die eine Samenspende benötigen, um Kinder in die Welt zu setzen, völlig anders. Da stellt sich die Frage, wird das offen kommuniziert oder ist das ein Familiengeheimnis? Ja. Da wird diese Frage, wann sagen wir das, das ist bei uns gar nicht. Also das war von Anfang an ganz klar schon bei der Kindergartenanmeldung, dass wir gesagt haben, tut mir leid, ich muss ihr Formular verändern. Das Kind hat keine Mutter und Vater, sondern zwei Mütter. Und dann hat die Kindergärtnerin ganz nett gesagt, da hat das Kind aber Glück. Also von daher ist es keine Frage gewesen, wann die Romy das jemals verstanden hat, sondern es war schon einfach immer da gewesen. Ja, Romy ist die Tochter. Romy ist die Tochter. Ja, sehr schön. Mhm. Und wie ist das jetzt gesetzlich mit dem Vater? Es gibt ja zur Zeugung halt eben Mann und Frau, die notwendig sind, also beide Teile. Wie ist jetzt da die gesetzliche Regelung bei Ihnen mit der Vaterschaft? Also, hat das Kind zum Beispiel ein Anrecht, seinen leiblichen Vater kennenzulernen, also den Erzeuger, sage ich mal, wo der Samen herkommt, den kennenzulernen? Also es ist rechtlich so, dass Vater ein Rollenverständnis ist. Vater ist eine Vaterrolle, die man auch durch Adoption oder durch Stiefelternschaft erreichen kann. Bei Samenspende ist es einfach so, dass es einen Erzeuger gibt. Und da gehen wir einfach mal davon aus, dass das einfach, dass es vielleicht ein Student war, der seinen Unterhalt aufgebessert hat durch Blutspenden oder Samenspenden. Das heißt also, er kann diese Vaterrolle gar nicht haben, weil bestimmt sehr viele leibliche Kinder von ihm durch die Gegend laufen. Aber es ist ein Erzeuger. Und dass da eher rechtlich abgesichert ist, dass also nicht in 16 Jahren plötzlich dann zahllose Kinder vor seiner Tür stehen, klingeln und auf Unterhalt, beziehungsweise die Mütter, ist es so, dass das von den Samenbanken, wo es schon einige gibt in Deutschland, so geregelt ist, dass das notariell der Samenspender praktisch völlig frei jeglicher Verpflichtungen ist. Ja. Und wir natürlich dann auch ganz klar keinerlei, weder Rechte noch Pflichten haben. Mhm. Aber das Kind mit 16 Jahren hat es den Anspruch auf Akteneinsicht. Also nicht wir, meine Frau und ich, sondern das Kind darf mit 16 Jahren, wenn es sich interessiert, praktisch da, zum Jugendamt gehen und darf den Namen des Samenspenders dann erfahren. Ja, das hat aber also für den dann keine Konsequenzen. Wenn sie hingeht, mit Sicherheit, aber keine rechtlichen. Keine rechtlichen, das meine ich damit. Ja, okay. Ja, aber auch da kommunizieren wir ganz offen. Also ich habe auch unserer Tochter gesagt, dass ich sie da gerne unterstütze oder begleite, wenn sie das möchte. Bisher hat sie da noch gar kein Interesse gezeigt. Kann ja sein, dass das dann einfach in der Pubertät kommt. Von der Erfahrung, ich habe da mit einigen Damen vom Jugendamt gesprochen, ist es so, dass Mädchen eher Interesse haben, Jungs da gar nicht so. Die sagen, hat in meinem Leben bisher keine Rolle gespielt, interessiert mich gar nicht. Ja. Vielleicht ist es so, dass Mädchen, aber das verbirgt nicht dieses Recht. Also sie haben jederzeit die Möglichkeit, sich praktisch da ein Bild zu machen. Ja, das ist interessant. Jetzt komme ich mal zum nächsten Punkt hin. Wenn Ihre Tochter jetzt aufwächst unter zwei Frauen, wie vermitteln Sie jetzt
die wie läuft die Geschlechtsidentifikation, wie wirkt sich das auf eventuelle Partnerschaften aus und so weiter. Mhm. Wie ist da jetzt die Entwicklung bei einer 10-Jährigen? Ist das vielleicht noch nicht so im Vordergrund? Aber die sexuelle Orientierung und Neigung, die wird ja auch entstehen. Das heißt, das würde dann ja da auch von wieder, wenn sie also andere Neigungen hätte, Heteroneigungen, von ihnen auch eine hohe Toleranzschwelle dann erfordern. Also es ist so, wenn es von den Rollenbildern der Eltern allein abhängen würde, dann gäbe es keine Homosexualität, weil die meisten Kinder ja in heterosexuellen Gemeinschaften gezeugt werden. Ja. Also auch meine Eltern sind beide heterosexuell und trotzdem habe ich die Laufbahn der Homosexualität eingeschlagen. Und unsere Tochter, kann ich jetzt schon wirklich sagen, mit 10 Jahren, wie sie so mit den Jungs umgeht, da ist die Neigung doch sehr heterosexuell. Ja. Und die Rollenbilder erfährt sie einfach durch selbstgewählte Verbindungen. Ja. Das heißt also, sie hatte in der Grundschule einfach einen Lehrer, der sehr prägend ist. Im Freundeskreis gibt es Männer, die findet sie, sage ich mal so, dass sie sich da als Rollenbild identifizieren kann mit Mann oder Frau. Mhm. Also das heißt, sie hat genügend Kontakte zu Männern. Ja, logisch, wie das so ist in unserer Kultur. Ja gut, bei den Kindern sowieso. Ja, bei den Kindern ist es sowieso. Bei Ihnen im Hause auch? Sie haben also auch Kontakte zu Männern, die bei Ihnen verkehren? Ja, also wir haben einen gemischtgeschlechtlichen Freundeskreis, das ist schon so. Und da ist dann ja auch genügend Kontakt. Da ist genügend Kontakt, klar. Wir haben beide Brüder, meine Frau und ich, haben einen Bruder und der Opa. Und also das sind eigentlich genug, sage ich jetzt mal, Männer auch da, die Rollenbilder allein von Vater und Mutter oder Mama und Mami zu nehmen, wäre etwas dünn, würde ich mal sagen. Und da haben wir einfach die Möglichkeit, nicht nach den Geschlechternrollen uns zu suchen, sondern nach Neigungen. Also je nachdem, wer jetzt lieber den Reifen wechselt oder wir sind beide selbstständig, das Unternehmen führt oder für das Kind sorgt, da wird einfach geguckt, wer hat Lust, wer ist dafür besser geeignet und gar nicht so sehr das traditionelle Rollenbild, der Mann geht jagen und die Frau tut die Höhle aufräumen. Also von daher ist es in diesen Familien, wir haben auch sehr viel Kontakt mit anderen Regenbogenfamilien, da gibt es hier die Ilse-Grupp-Initiative, lesbisch-schwuler Familien. Und da ist es im Moment so, dass schon über 30 Kinder da sind und alles Mögliche auch an Familienkonstellationen. Also nicht nur das traditionelle zwei Schwule oder zwei Lesben, sondern Männer haben es da natürlich etwas schwerer, an Kinder zu kommen, dass sich auch ein lesbisches Paar und ein schwules Paar zusammentun und sagen, wir möchten Kinder haben. Und da läuft es einfach so wie auch in Patchwork-Familien, dass es da unterschiedliche Zuständigkeiten gibt. Also was ich so daraus entnehme, aus dem, was Sie sagen, ist das ja ein idealer Zustand. Das heißt, Ihre Beziehung ist ideal, die läuft perfekt, wie ich das entnehme. Ihre Tochter wächst unter optimalen Bedingungen auf, hat alle Freiheiten, alle Möglichkeiten. Manches Kind könnte stolz darauf sein, aus Hetero-Familien kann man sagen. Kennen Sie auch andere Beispiele? Ich kenne andere Beispiele, aber ich glaube, das, was Sie so beschreiben mit perfekten Rahmenbedingungen, ist einfach, dass man in dieser Familie, der Regenbogenfamilie, sich mit der Thematik auseinandersetzen muss. Man muss sich auseinandersetzen, wenn man den Kinderwunsch hat, wer bekommt das Kind? Man muss sich auseinandersetzen mit den Rollenbildern und so weiter. Und wenn ich in einer heterosexuellen Verbindung bin, muss ich mich damit überhaupt nicht auseinandersetzen, außer ich habe beruflich damit zu tun oder habe vielleicht Schwierigkeiten in dem Bereich und muss mich therapeutisch auseinandersetzen. Das war ja, was wir auch in der Serie über die Zweierbeziehung behandelt hatten, dass im Grunde für die heterosexuellen Paare es einfach unumgänglich, unerlässlich ist, ein Muss, sich kennenzulernen, auseinanderzusetzen und das zu tun, was nicht selbstverständlich ist. Aber bei den homosexuellen Paaren ist es selbstverständlich. Ist es ein Muss, nicht selbstverständlich, ist es ein Muss, dass sie das tun. Und da denke ich, sind Sie da vielleicht ein bisschen im Vorteil sogar. Im Vorteil, dass man mit Sicherheit reflektierter sein muss. Und das sehe ich auch bei den anderen Paaren, wie das letztendlich dann, ob das jetzt ein Erfolgsmodell ist oder nicht, das kann man so gar nicht sagen. Auch diese Paare können sich auseinanderleben und können scheitern. Ja. Oder auch können die Kinder vielleicht Schwierigkeiten haben, aus anderen Gründen. Aber die Voraussetzung, dass sich die Eltern aktiv damit auseinandersetzen müssen, die ist natürlich da wesentlich höher. Ja, das ist sehr schön. Finde ich auch ein wunderbares Schlusswort, Frau Röder. Ja.
Ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie da waren und uns einen Einblick gegeben haben in diese besondere Lebensform. Ja. Und ich finde es ganz toll, wie Sie das da hinkriegen und meistern, finde ich also ganz fantastisch. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. Dankeschön. Und herzlichen Dank, dass Sie da waren. Und von unseren Zuschauern möchte ich mich verabschieden. Wir werden in unserer nächsten Sendung unter anderem auch das Thema der Patchwork-Familie behandeln. Ich danke, dass Sie Gast waren bei uns.